Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Lizard Produktion, Gewächshaus und Lagerpack. Das möchte ich euch gerne mal heute genauer zeigen. Vorab ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Fabriken. Der Autor von diesem Mod heißt Skandinavien Vikings Mod Rebels Team und die Modgröße beträgt ca. 36,49 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. So, was haben wir denn hier aktuell? Wir haben im Prinzip drei Gebäude. Wir fangen mal im Prinzip mit dem Gewächshaus an. In diesem Gewächshaus stellen wir her Hopfen. Da können wir einfach mal hier in diesen Schlüssel gehen und stellen mir aus den Sachen Hopfen her. Wo findet ihr denn die ganzen Sachen natürlich? Findet ihr natürlich unter der Kategorie Bauen. Dann geht ihr hier bei Bauen rein. Dann habt ihr hier halt Gebäude, Produktion, Tiere und Co. Und dann geht ihr bei Produktionen rein, dann bei Fabriken. Dann haben wir erstmal die Fabrik oder ihr geht unter Gewächshäuser rein. Und da haben wir schon das Lizard Hopfengewächshaus. Das wäre jetzt dieses hier. Das kostet euch 56.400 Euro. Und ihr könnt hier aus Saatgut, Kalk, Mist und Wasser Hopfen herstellen. Diese könnt ihr hier herstellen. Des Weiteren ist in dem Pack noch enthalten eine Wasserfabrik. Beziehungsweise eine Fabrik, um im Prinzip Hopfenwasser oder halt andere Wassers oder halt Wasser herzustellen, ne? Wie man das hier auch an dem Emblem hier sieht, an diesem Bild, ne? Sodawasser zum Beispiel soll das ja jetzt sein, oder Hopfenwasser im Prinzip. Dieses findet ihr unter Fabriken, da geht ihr ganz nach hinten und dann habt ihr diese Lizard Mineralwasserproduktion. Die verarbeitet aus Zucker, Erdbeeren, Honig, Trauben, Hopfen und Wasser dieses Mineralwasser im Prinzip aus oder in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und dann haben wir noch eine Verkaufsstation, die findet ihr unter Produktionen und Verkaufsstation, das ist der ländliche Fachhändler. Hier könnt ihr alle Sachen fast verkaufen, die produziert sind oder halt Saatgut im Prinzip, ne? Auch dieses Lizardwasser, das ihr herstellen könnt mit den Hopfen. Könnt ihr natürlich in der Verkaufsliste noch gucken, was das alles noch annimmt. Ne? Kostenpunkt hier auch 56.900 Euro bei der Verkaufsstation. Und bei der Fabrik könnt ihr mir auch mal gerade gucken. Die kostet 89.600 Euro, die Fabrik. Das ist schon echt viel Geld. Aber nun ja. So, wir machen jetzt natürlich weiter bei dem Gewächshaus. Dazu füllen wir zum Beispiel mal hier eine Füllkategorie ein. Das wäre jetzt der Mist. Müsst ihr im Prinzip hier hinfahren, ne? Und ihr könnt ihr einfach abkippen. Die gehen ungefähr von den Fülltypen rein 12.000 Liter. Aber bei Wasser ist es noch mehr. Weil die Pflanze braucht ja natürlich Wasser zum Wachsen. Ist ja klar. So, dann fahren wir hier mal kurz weg. Machen den aus, ne? Und dann haben wir hier noch einen Wasserträger, wo man halt Wasser abladen kann. Ich habe hier im Prinzip schon alles hier reingestellt, ne? Könnt ihr dann hier hingehen zum Bauteil, ja, und könnt diese Anlage anschalten oder die Produktion anschalten. Wir haben ja im Prinzip jetzt alles drin, was wir brauchen. Die macht nämlich aus 20 Einheiten Wasser, 5 Einheiten Saatgut, 10 Einheiten Mist und 7 Einheiten Kalk, macht diese 15 Einheiten Hopfen. Und die machen wir jetzt einfach mal. Wir können jetzt mal auch gerne mal die Zeit vorspulen, ne, damit man das auch sehen kann, was das oder wie das aussieht. Wo haben wir denn hier die Zeit? Ah, genau, ja. Ne? Und ihr seht ja auch unten, wie viel Liter die produziert. Ne? Könnt ihr im Prinzip hier auch diese Big Bags noch gucken,
Ne? Oder wir nehmen auf die andere Seite, könnt ihr hier auch diese Tore öffnen. Ne? Könnt ihr hier halt sehen, wie die Hopfen aussehen als Beispiel. Könnt ihr sogar die Hand heben und hochheben im Prinzip. Hier könnt ihr auch sehen, wie die Hopfen wachsen. Aber weiter als so könnt ihr natürlich nicht gehen. Warum auch immer. Genau. Mal wieder hier raus. Mach mal gerade die Zeit auf 0,5. Und dann haben wir hier unseren Hopfen schon. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist jetzt die sogenannte Hopfen. So, jetzt haben wir allerdings den Hopfen da. Pro Palette. Ne? Und was gibt der uns eigentlich pro Palette? Dieser Hopfen? Können wir gleich mal gucken. Wir haben ja aktuell diese Liste, die wurde ja erweitert durch den Mod. Der Hopfen gibt uns pro 1000 Liter circa 5000 Euro. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch dieses, der Holzfäller WTR, der Farmer WTR und der Tieflinger WTR. Das ist dieses sogenannte Lizardwasser oder Wasser, was man halt produzieren kann damit. Da gibt es jeweils 7000 oder 6500 Euro dafür. Wir möchten allerdings mal den Hopfen jetzt da reinfahren. Ich habe mir einfach gedacht, ich hole mal einfach den Telelader hier. Ne? Ist auch wie gesagt auch interessant, wieder eine schöne neue Produktion hier mit Hopfen. Hatte man ja auch schon mal gehabt. Ne? Fahre die jetzt hier so hin. Ne? Und fahre im Prinzip dann die Paletten mal hier rein. Na, hier so rein. Mal gucken, ob das schon reicht. Ich kann auch noch den letzten auch noch mitholen. Das sind alles so interessante Sachen wiederum, die als Mod kommen, wo man sich auch mal was Neues hier einbauen lassen kann oder halt mal auf neue Ideen kommen kann. Also, das hat auf jeden Fall auch schon eine interessante Idee. Oder ist auch cool gemacht. Gehen wir den noch da rein. Genau, schieben wir die Palette noch da rein. Wir haben ja aktuell diese Lizard-Produktion, also dieses Gewächshaus halt angeschaltet. Wir können das auch natürlich jederzeit ausschalten. Ich schalte das jetzt mal aus, ne, und gehe jetzt einfach mal in diese Produktion rein. Hier haben wir irgendwo auch einen Triggerpunkt. Ne? Hier auch zum Beispiel schön gemacht mit diesem Wasser hier. Ne? The next big thing ist hier Hop Infused Soda Water aus Hopfen. Kann man ja auch mal machen. Ne? Auch hier schön gemacht. Cool. Mineralwasserproduktion. Ne? Gehen wir einfach hier rein und dann haben wir das schon. Hier wiederum brauchen wir noch Wasser. Erdbeeren, Hopfen, Zucker, Trauben und Honig. Also dafür brauchen wir halt viele Sachen. Zum Beispiel der Pharma WTR brauchen wir Wasser, Erdbeeren, Hopfen, Zucker. Der Holzfäller WTR brauchen wir Wasser, Trauben, Hopfen, Zucker. Und bei der Tieflieger WTR brauchen wir Wasser, Hopfen und Honig. Also da ist es halt immer unterschiedlich, was man halt so braucht. Ich habe mir mal im Vorfeld noch ein paar Sachen mal hier reingefahren, ne, dass man halt nicht zu lang das Video hier sich hinauszieht. Und dann starte ich einfach mal alle drei Produktionen hier und guck mal mit der Zeit, ob das sich halt auch passt. Wenn nicht, dann muss ich einen Tag springen. Hier haben wir natürlich auch Zyklen im Monat 528 und das müsste eigentlich dann passen. Machen wir mal ein bisschen hoch. Ihr seht halt unten rechts in der Anzeige, ne, wie die Sachen halt hier sich erzeugt werden. Ne. Wie normalerweise bald auch mal ein paar Sachen kommen könnten. Je nachdem, ob ich alles genug da habe. Das ist halt immer die Frage. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel zwei Sachen. Was haben wir denn hier? Der Pharma WTR. Das ist jetzt zum Beispiel der Pharma WTR, das Mineralwasser im Prinzip.
haben wir hier nochmal der Pharma WTR Mineralwasser. Und das hier ist jetzt der Holzscheiler WTR. Was halt noch fehlt, ist der Tierpfleger WTR. Holzfäller und Pharma haben wir ja schon. Da brauchen wir halt hier nur Wasser und Hopfen und Honig. Na, hier haben wir natürlich auch alles dabei. Ja. Und dann können wir auf jeden Fall mal gucken. Ah, okay. Nein. Hier haben wir doch alles da. Weil hier steht zum Beispiel der Tierpfleger WTR. Sieht im Prinzip fast genauso aus, weil es auch genau dieselbe Palette ist, sehe ich gerade. Ja. Haben wir ein bisschen hier. Ah, okay. Wir haben andere Farben, aber dunkeln sieht halt fast gleich aus, die zwei Rotstreifen. Hier ein bisschen helleres Rot, der Pharma WTR, sehe ich gerade. Dann haben wir hier der Animal WTR, also der Tierpfleger WTR. Und der Holzfäller WTR. Prinzip. Auch schon interessant, wie gesagt, hat schon was. Jetzt hat die Frage, die Sachen kann man natürlich hier direkt verkaufen in der Produktion oder halt auch in der Verkaufsstelle, die man hingestellt hat. Ja, dann holen wir nochmal den Telelader hier. Schieben die mal ein bisschen beieinander hier. Genau. Und dann gucken wir mal aufs Geld oben. Wir haben jetzt 233.064 Euro. Können wir einfach hier hinfahren. Oh, ich schätze die Paletten so mal mit. Ob ich auch so mitholen kann, ist die Frage. Ja, ich kann sie mitholen. Einwandfrei. Hab jetzt alle drei Wasser dabei. Also drei Mineralwasser dabei. Und jetzt fahre ich einfach hier mal hier hin. Geht auch sehr schnell weg. Ja. Und ich bekomme hier 8.210 Euro für die ganzen Sachen. Diese drei Paletten. Kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was das halt im Moment so gibt. Ist auf jeden Fall auch interessant gemacht. Wie gesagt, braucht ihr auf jeden Fall ein paar Sachen dafür. Ihr braucht auf jeden Fall Mist, Kalk und Saatgut und Wasser. Sowohl als ob hier in diesem Gewächshaus, als auch in dieser Produktion. Und ihr braucht in dieser Produktion auch die kommenden Sachen, sage ich jetzt mal so. Die stehen auch hier drauf. Ne? Trauben, Erdbeeren, Zucker, Honig, Hopfen, Wasser. Incoming und Outcoming ist halt das Mineralwasser. In verschiedenen Geschmäckern. Sage ich jetzt einfach mal so. Das Ganze habe ich ein bisschen abgekürzt, indem ich hier schon mal die Sachen reingefahren habe. Das Wasser reingefahren habe. Hier habe ich auch schon mal die Wasser reingefahren. Und habe euch dann so im Prinzip noch ein bisschen Material gespart, damit ihr halt nicht zu lang gucken müsst. Ist auf jeden Fall auch ein schöner Mod, wie gesagt. Und kann man auch benutzen. Wie gesagt, falls ihr denn noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es mir doch gerne bitte unten in die Kommentarfunktion ein. Und falls euch das ganze Video hier gefallen hat, lasst mir doch gerne bitte den Daumen nach oben da. Besucht uns gerne aber auch auf Twitch oder auf unserem Discord-Channel. Ja, da sind wir auch immer unterwegs. Ja. Und ja, das war's dann hier leider schon von diesem Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.